Pass auf, passt auf. Ich habe auf TikTok Videos gesehen, die hießen Meet Danke. the und dann irgendwas mit M, so eine Redneck-Familie. Wer weiß, wie die HM. hießen? Whittakers, ich hab's, Danke. Chat. Ich zeige euch was richtig Verstörendes, Digga. Hier. Oh, da gibt's auch ein Video darüber. Was heißt Inbred Family, Chat? Was heißt Inbred Family? Inzest. Danke. Da gibt's ein Video davon. Ja, das ist das. Das ist das. Das ist das. Guck mal, Chat, richtig krank, Digga. Das hat mich ultra verstört. Guck dir das mal an. Das ist auch echt creepy und traurig. Also es ist viel mehr traurig als creepy Danke. ist, aber guck sie mal an. So what are your names? Jay, Lorraine, Tammy. I'm sorry, who's this? His name's Ray. Ray? I remember Ray. I photographed you, Ray. Do you remember? Years ago. Digga, holy fuck, Chat. Holy fuck, Digga. What the fuck, Digga. What the fuck. Krank, oder? Also zur Erklärung, Chat. Der Typ, der filmt, der dreht so eine Art Dokumentation, weil es halt ultra interessant ist, sowas. Die Familie, also ich weiß es ja jetzt auch, ist eine Inzestfamilie. Also, was heißt Inzestfamilie? Da hat halt quasi zum Beispiel der Bruder mit der Schwester geschlafen oder der Bruder mit der Mutter oder so. I don't know. Also, Inzest halt, ihr wisst, was Inzest ist. Eins, wenn ich weiß, was Inzest ist. Ihr wisst alle, was Inzest ist. Ist ja, also, ja. Und dadurch kommen ja quasi Behinderungen zustande. Nennt man das Behinderung? Ich weiß es nicht. Dadurch entstehen halt keine gesunden Menschen. Und das ist halt das Ergebnis davon, Digga. Richtig, also ich finde es geisteskrank faszinierend, weil es sieht einfach aus, als wäre das in so einem Red Dead Redemption Trailer, Digga, und so gespielt. Aber es ist einfach echt. Das ist voll krank, oder? Es ist einfach echt. Und der Typ hier mit dem roten T-Shirt, der bellt einfach mit seinen Hunden. Ich weiß nicht, ob der nicht reden kann, aber der Digga, der bellt. Your name is Lorraine. Lorraine and Timmy. Now you guys grew up here in Odd, West Virginia. How many years have you lived here? All my life. You guys, did you go to school? Ja, ultra ultra krank, oder Chat? Ultra krank, also es ist creepy as fuck, brauchen wir nicht drüber reden. Der Hund ist sehr süß. Es ist creepy as fuck, aber vielmehr ist es ultra traurig, Mann. Also es ist ultra, ultra traurig, Digga, dass die halt darunter leiden müssen. Die sind aber extrem nett, glaube ich, Digga. Die sind wahrscheinlich alle herzensgute Menschen, safe. Safe, aber es ist trotzdem, also es ist verstörend, weil du kennst sowas halt einfach nicht. Nicht ohne Grund verbunden, safe. Ja, ja, safe. Hier, das sind die, what the fuck. Das sind die Brüder. Krank, Digga. Es müssen aber mindestens zwei normale sein, nicht Inzest stammen. Wie meinst du, Bruder? Ach so, die Eltern meinst du quasi. Ja, vielleicht sind die schon gestorben, ich weiß es nicht. Scarface, viel Life in the Prime. Also, das ist wirklich, das ist krass, Chat. Your whole life. And your family, you lost your brother since I was here last. Come on, Ray, get me on the board. Tell me about your brother. Ey, voll crazy, oder? Chat. Okay, wollt ihr das weitergucken? Das Video wahrscheinlich eher nicht, oder? Ich wollte es euch trotzdem mal nur zeigen. Ich habe es heute bei TikTok gesehen. Bruder, das hat mich ultra verstört. Hat mich ultra verstört, Digga. Richtig crazy shit, Mann. Richtig crazy shit, Digga. WTF. Krank, Digga. Okay, wir gehen raus.